Es hagelt Kritik an André Villas-Boas. Der Coach der Tottenham Hotspur hat seinem Keeper Hugo Lloris nach einem heftigen Zusammenprall mit Romelu Lukaku nicht vom Feld genommen. Der Portugiese erlaubte seinem Schlussmann nach einer kurzen Behandlung wieder zu spielen, obwohl dieser das Bewusstsein verloren und eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Kritiker bezeichneten den Verein als unverantwortlich und rücksichtslos. What is extremely disappointing is the fact that sehr enttäuschend ist, dass zwei Personen, ein großartiger Arzt und ein Superphysio, die das Leben von Fabrice Muamba nach einem Herzstillstand gerettet haben, nun von so vielen inkompetenten Leuten in Frage gestellt werden. Diese Leute haben absolut keine Erfahrung auf dem Fußballplatz, keine Erfahrung, was in solchen Momenten zu tun ist. Das ist sehr enttäuschend. And disappointed. Villas-Boas versteht die Diskussion um die Verletzung von Lloris also nicht und stößt eine komplett neue an. I want to believe that Lukaku's leg. Ich will hoffen, dass Lukakus Bein nicht noch absichtlich oben blieb, um Lloris Kopf zu treffen. Ich finde es bemerkenswert, dass sich trotz der entstandenen Aufmerksamkeit niemand darum bemüht hat, herauszufinden, ob der Spieler den Kontakt mit dem Torhüter hätte vermeiden können. Dedicated themselves to find out if the player could have avoided the goalkeeper. And I'm disappointed that ich bin zudem enttäuscht, dass Lukaku Lloris noch nicht kontaktiert hat. No time was lost to actually study the incident. Will Villas-Boas mit dieser Theorie vom eigentlichen Problem ablenken? Dem 20-Jährigen Absicht zu unterstellen, ist auf jeden Fall nicht die feine englische Art.